Harvey, lass laufen. Ja, macht er gut. Alle gegen mich, ja. Ach so, ist mit Jury oder was? Hä? Ist mit Jury oder was? Ja, ja, Jury, Bro. Hä, bei ich bin sehr gespannt auf deine Reaction jetzt bei ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Reaction auf deine Meinung zur Five Shot Challenge. Oh, okay, dann warte ich irgendwas. Wie Messi Prime. Das wird, Bruder, glaub mir, das wird jetzt sehr sehr interessant. Ja! Gut. Ah, weiß nicht, wie viel der versucht das war. Du zeigst aber auch deinen Zuschauern, Bruder, warum du feinde Pronos, hä? Guck mal, das Ding ist, ich weiß, jeder denkt, es ist vorbei jetzt, ne? Und genau jetzt musst du da sein. Freunde, neues YouTube-Video. Heute eine geile Fußball-Challenge. Wir sind ja gute Fußballsachen von Dennis Undorf. Ihr seht schon, dass ich PS5 aufgebaut mit Represent-T-Shirt, geil. Digga. Wenn Dennis guck mal, auch Hose. Ist die PS5 weg und der Preis wird quasi immer vom Wert her. Nee! Stopp! Warte! Nee! Ist es auch jetzt erst? Feier Schabba! Oh mein Gott! Macht der genau das gleiche wie ich? Mit zu verdoppeln! Ach so, das meinst du? Nee! Hey, Bruder, ich meine diese Dinge, die Hose von Undorf. Die Hose warte mal, jedes geil. Video könnt ihr etwas zu. Wenn ihr verliert, wird der Wert vom Gewinn verdoppelt. Nee, hast du erfunden, ne? Scheiße. Nein, ich hab's auch woanders abgeguckt. Dagegen sage ich doch gar nichts. Ist doch auch so, ist normal. Mann, ich hab nur so ein bisschen aus Spaß auch so reagiert. Jeder guckt bei jedem ab. Jeder klaut ein Format bei jemandem. Das ist ganz normal. Also auch die Leute, die dann immer bei anderen irgendwie sagen: Ja, du hast bei dem geklaut. Digga, dir hat auch. Find the Pro von jemandem abgeguckt. Also, das verstehe ich ja mal sowieso nicht. Sorry, du kannst weiterlaufen lassen. Weiter geht's. Am Ende, ja, ein Auto verlosen, das einen Wert von 40.000 Euro ist. Wenn ich aber wiederum gewinne, ist sofort die PS5 quasi der Gewinn. Machen da 5 Disziplinen. Wer mehr gewinnt, gewinnt diese Challenge logischerweise und dieses ganze Format. Ganz wichtige Info, bevor ich es vergesse, es geht auch noch um Arschbolzen, das heißt Verlierer aus 5 Metern darf 3 Schüsse, ist okay? 3 Schüsse. Also bei allem Respekt, Dani, ganz kurz mal, ganz kurz stopp. Bei allem Respekt, ohne irgendwie jemandem zu nahe zu treten, auch nicht dir, aber ich sag, wenn Dennis Undorf richtig macht, hat die ja keine Chance. Ich hätte auch keine Chance. Also Dennis ist Fußballprofi, Bruder. Ja, ja, ich weiß, aber normalerweise kann er ja eigentlich gar nicht gewinnen. So gesehen. Bruder, Gras ist grün, mein Bruder, let's go. Ja, yeah, schön gesagt. Genau, wir haben noch heute 2 Experten da, die gucken schon. Und Dennis ist auch noch jemand, der wirklich gut schießt, ja. Er ist auch krasser Kicker, ja. Ja, yeah, also, Bruder, der weiß ganz genau, wo das Tor steht, ich sag dir ehrlich. Brutal. Auch seine Hairline und so, Bruder, geistkrank. Ich hab, Bruder, geistkranke Hairline, ich küsse dein Herz. Können wir gleich mal kurz einblenden. ihr müsst eure Favoriten noch sagen. Ganz klar, Dennis. Echt? Klar sogar? Ja, klar nicht, aber. Nee, ich muss mit Dennis gehen. Weil ich gerne sehen würde, wie Dennis auf. Also ich hab doch gerade gesagt, er würde gegen mich gewinnen. Wollen wir halt auch sowas zu schreiben im Chat? Natürlich würde er auch gegen mich gewinnen. Ölem, ich schwöre dir, wo ich gegen Augsburg-Spieler gespielt habe, Bundesliga. Da kam nichts von euch. Quatschköpfe. Ja. Und wenn ich auf einmal gegen Toni Kroos spiele und auch einigermaßen solide aussehe, da kommt auch nichts. Ich hab das Video noch nicht mal geguckt. Nee, oder? Ich hab's noch nicht geguckt. Bruder, ich war 3 Tage nicht live. Tschüss, warum? Was soll denn das? Ich bin unterwegs. Ich habe nie gesagt, dass ich gegen Dennis Undorf gewinne, ihr Laberköppe. Okay, er sagt eben gerade Dennis Undorf unter 80 bei ihm. Nein, Spaß. Nein, Spaß, Bruder, chill. Ich will nicht diese Fitner machen, weiter. Nicht dir. Dankeschön. Einer. Der ist gerade auf 180 in der Liste. Nein, Bruder, das ist viel Spaß bei mir auch. Scheiß drauf. Der kommt, bleib stehen. So, Daniel? Zeig mal her, Pfeife, jetzt bin ich gespannt, ich schwöre. Ja, Noxy, danke für 2, mein Bruder. Bruder, geisteskrank, ne? Übers Standbein perfekt platziert, Max. Ah, ekelhaft. Den macht der glatt, ja. Bruder. Schau, 10 von 10 Elfmeter, ich schwöre. Hey, kein Tor hinter der Welt. Ja. Boah, der Rasen aber geisteskrank. Yes! Nee, oder Dennis? Einfach vorbeilaufen, Digga, nee, ich darf gar nicht mehr reden. Ich mach auch ab und zu mal nur 1 oder 2 Rennen. Aber Digga, es war einfach im Boden. Nein, ich halte immer meine Fresse. Das war einfach im Boden, das war geil. Mal kurz nochmal zurück. Der war wirklich respektlos. Wenn einmal so ein Spiel schießen würde. Einfach im Boden sogar, so mit. So mit Sand mitgenommen und so. Einfach, er lacht ihn aus. Tschüss.
Einer sagt underrated, ja, oder Dennis Undorf ist ein geisteskranker Spieler. Ich finde ihn auch geil. Ich fand schade, dass er nicht bei EM gespielt hat. Ja, ja, Bruder, ich finde Dennis ist wirklich ein sehr guter Spieler. Muss ich sagen. Elfmeter 1 gegen 1 sind meine Dinger. Links. Guck mal, warum? Du stoppst aber so. Ich sag euch ehrlich. Extra, weil ich deine Reaktion habe. Es ist kein Auslachen, Mann. Ich schieße auch mit links über alle Berge manchmal. Das ist normal. Ich sag bei jedem Video bei mir, links ist wirklich entweder Ente oder nee, Top oder Flop. Also der geht manchmal 10 Meter hoch, rechts daneben 10 Meter oder der geht irgendwie in Winkel. Dani, stimmt oder nicht? Das stimmt, Bruder. Das habe ich ja auch oft. Ja, normal. Also es passiert auch. Passiert auch Profis. Gehört dazu, Bro. Ja. Normal, das gehört dazu. Kannst weiterlaufen lassen, Brudi. Ja, super. Aber der war schon hart. Das ist meine Challenge, Bruder. Kann man noch wechseln? Er hat erst einen, ne? Ja, ist halt super. Sehr, sehr clean. Ekelhaft. Ich wusste diese genau. Schusstechnik so mäßig, ja, weißt du? Ist so geil, Bruder. Ja, ja. 5 wäre gut. 2. Jetzt guck mal, Bruder. Kein guter Touch. Bruder. Boah. Was hat der für einen Strahl? Bruder, er hat einen Huf wie ein Pferd, ich schwöre. Bruder, den muss man noch mal. Guck mal, aber Bruder, wie auch diese. Bruder, ist wow. Ich fand Annahme nicht gut, 2. Ne? Annahme ja, nicht gut. Ja, aber passiert. Guck Bruder. Mal, jetzt aber, wie er den zieht, Bruder. Aber und, also, ein so Schuss. Geistkrank, ja. Oh. Bisschen erinnert mich an meine Schüsse bei Fußball-Challenge. Bruder, Alter. Bam, Alter. Digga, Tor wackelt, was ja. Ein Ruf, geisteskrank. Ja. Junge, Junge, was ein Strahl, ja. Profi einfach. Okay, okay, 2 also von 5. Ich hab ihn lassen, der war so schön. 2 von 5 ist halt, ja. Naja, ich sag immer, Bruder, 3 ist Ruf, top ja. So, Chat. Ich sag immer, 3 ja. Ist top. 2 ist so, okay. Und 1 ist schon eher schlecht. Nein, und 0 ist nein. Niemals. 0 ist nein, Bruder, 0 ist nein, niemals. Der war gut. Also Gedanke. Bruder, ich habe nur 2 gemacht, wie peinlich, Mann. Also ich hätte jetzt mal Find the Pro, ich hätte dich rausgewählt. Darf ich mal eine Sache sagen? Für alle jetzt, auf Dani, für deinen Chat. Ja. Das ist ganz normal. Man kann manchmal einen guten Tag haben, da machst du 4 von 5 oder 3 von 5. Und es gibt Tage, da bist du halt einfach ein bisschen, da hast du keinen guten Tag, du triffst die Bälle nicht und da machst du halt auch nur 1 oder 2. Bruder, der ist ein Nationalspieler. Und der hat, glaube ich, die meisten Tore als deutscher Stürmer in der Bundesliga. Überlegt euch das mal. Also es passiert sogar den Besten. Es ist einfach so. Für alle die Leute, die immer in den Kommentaren, auch bei YouTube immer schreiben, so schlecht und hier und da. Bruder, macht's mal erstmal besser. Ja, da ist schön gesagt, Bruder. Rede, Mann. Ja, ist so. Ich bin nervös gerade. Nein, brauchst du nicht. Mein Körper kann aber nicht. Bruder, Dennis muss nervös sein, du nicht. Ich muss schon sagen, das ist echt anders, als wenn du da sitzt. Ne? Ja, ne? Aber macht Spaß. Ready? Ja. Super. Yes. Sehr, sehr, sehr clean. Super. Du warst sicher, erst mal reinkommen. Genau, sehr so, sicher geschossen. Nein. Sag mal, Knopfballon. Super. Ja. Stürmer gehen. Macht der gut, ne? Macht der richtig gut. Der macht gut, ne? Ja. Ey, Bruder. Ja. 3 von 3 sehr, sehr clean. 3 von 3 sehr, sehr clean. Nur für dich. Kann man nichts sagen. Warte ich mal. Super, jetzt mit links. Boah, ey. Auch guter Schuss, ja. Auch gut. Mit links, ja. Auch sehr, sehr gut, bin ich ehrlich. Ja. Touch, das waren beim Beide nicht so. Boah, was? Was? Ich hab den Schuss selber noch nicht gesehen. Wow, Bruder, so den noch so reinzuhauen? 4 von 5. 4 von 5 ist crazy. Eine Ansage, sage ich euch ehrlich. Also 4 von 5 ist hart. Er ist wirklich stark. Das ist schon. Das ist schon ein Brett. Der war nur für dich, ja? Wow. Du brauchst ein bisschen mehr heute, glaube ich, ja? Nächste Challenge ist bei mir. Crazy, danke schön für 8, mein Bruder. Du zeigst aber auch deinen Zuschauern, Bruder, warum du Find the Pro machst, ja? Oder? Richtig. Ja. So, Challenge 1 geht an mich. 1-0, Punkt wird eingegeben. Wir direkt zu Challenge 2. Ist Two-Touch im Halbkreis der Kontakt und dann Abschluss aufs Tor. Boah, ich bin gespannt, ob Dennis noch einholt. Ne? Ich bin Dennis. Ich sag ja. Skipsen? Danke. Habt ihr noch Kälteaufsatz dabei? Eigentlich ein jedes Muss für Leistungssportler und eigentlich auch. Ey, Bruder, du hast auch so eine Fitgun, ne? Ja. Menschen, der Muskelverspannung und Muskelprobleme hat. Und jetzt geht's weiter im Video. So, zwei Kontakte. Boah! Ja, okay, Alter. Boah, Bruder! Bruder, der hat einen richtigen Huf, gell? Oh, Bruder! Yes!
Boah, gut gesetzt. Macht der sehr sauber, Bruder. Ach, der krass, ja. Fast runtergefallen dabei, ne? Ey, nimmt der super an. Boah, Bruder, ja. Also, der ist super Kicker, wa? Bruder, was er jetzt hier gerade zeigt, ist echt, echt sehr stabil, muss ich sagen. Wahnsinn. Wenn er steht, trifft er. Ich brauche meine Zeit. Wirklich? Ja, nee. Tamam, Bruder. Jetzt wird aber zu viel, Bruder. Jetzt ist so dieses Übertreib. Ey, der hat sehr gute Abschlüsse. Wirklich. Ja. Nee, nicht drinne. Hast du schon mal eine Fußball-Challenge gegen Dia gemacht? Nein, Bruder. Sehe ich euch ein bisschen. Ja, mal schauen. Schlecht. Aber der eine war Wahnsinn, gell? Bei Delay Sports, schade, ja, Dia so mal so, mal so. Er ist halt nie da, ne? Er kommt halt gar nicht mehr. Achso, das Ding. Er kommt halt gar nicht mehr, also. Ja, ne, er ist gar nicht mehr da. So. So, von unten erwarte ich jetzt wirklich die Bälle. Ja, ja. Oh mein Gott, Bruder, aber was für ein. Was redest du dafür, dass er. Bruder, überleg mal ganz kurz, wie er den angenommen hat, wo der lag und wie er den noch gekriegt hat, ja? Bruder, nee, ich achte eher darauf, mit was für eine. Also, wie doll er schießt und wie der in die ja, Ecke geht. Ja, und so platziert, ne? Warte. Ja, Mann, ich. Alter. Stimmt. Yeah. Tschüss. Scheiß Ball. Boah. Boah, hat der sogar antizipiert und nicht gekriegt, der Keeper, ne? Alter, wie der sich senkt und so. Tamam, Bruder, wir lutschen dem hier ein, aber ist krass. Nein, Bruder, was denn nicht? Er ist auch einfach krass, ja. Gut, was, Alter, da ist, hat nichts mit Lutschen zu tun. Wenn jemand gut im Fußball ist, dann sage ich das, weißt du? Und dann raste ich auch manchmal Mann. Aus und sage, ey, du bist übertrieben gut oder sowas. Das ist doch. Man appreciate Jede einfach Mann. Den anderen, weißt du? Guck mal, den jetzt. Alter. Bruder, hä? Ich verstehe die Schusstechnik nicht. Also wie du gerade gesagt hast, Bruder, so platziert und so fest, aber so auch, Bruder, auch so ohne Anstrengung sieht das aus, ja? Super, wirklich. Guck mal jetzt. Hä, das sieht so, ich check's nicht. So lässig. Wirklich richtig gut. Ja, ja, okay. Der ist so gut. Der ist schon stark, ja. Bruder, 4 von 5 wäre Weltklasse. Was redest du? Alter. Was redest du? Das wäre jetzt sehr viel Aura gewesen, Bruder. Das ist hart. Ja! Alter Schwede. Alle gegen krass. Mich, ja? Die Hunde. Was redest du? Das magst außer du auch Angie, meisten. Mein Bruder. Dennis, ich bin für dich. Außer Angie, mein Bruder. Gerne, Mann. Leute, steht 1-1. Ich habe ihm einmal kurz eine Challenge gegeben, jetzt mache ich ernst. Deswegen. Man hat gesehen, Qualitätsunterschiede. Erster Kontakt. Bei mir war der häufig, also ein, zwei Mal richtig. Aber Bruder, es gibt eine Sache, die. Guck mal, ich habe ja früher so ein bisschen gut gekickt und so, diese Auswahlgeschichten. Aber nicht so krass jetzt, Janis. So ein bisschen gut gekickt und so, ne? Mhm. Ich habe, seitdem ich so euch so kicken gesehen habe und so auch zum Beispiel, ich war ja mal mit Marlon, da waren so Linus und Martin Winkler und so, ne? Ja. So diese, die sind ja auch schon so gute Kicker oder jetzt hier so ein Undorf oder so. Bruder, darf ich aber sagen, mit allem Respekt ja. Und ohne, dass ja. Ich arrogant wirke oder sowas? Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, auch wo ich mit Augsburg-Spielern das gemacht habe, diese Technik, ich sag dir ganz ehrlich, natürlich, ja. Du siehst, also ich, Bruder, da bin ich auch ehrlich und es soll auch gar nicht so rüberkommen, wie man wieder, wer denkst du, wer du bist und sowas. Ich sag dir ehrlich, wenn du dieses Video anguckst, diese Basics, englischer Ball, erster Touch, Abschlüsse hart in die Ecke, Bruder, ich finde nicht, dass sie sich so krass von mir unterschieden haben. Sag ich dir ganz ehrlich und da rede ich auch mit Selbstbewusstsein. Wenn ich das Selbstbewusstsein nicht habe, dann würde ich selber sagen, ich bin kein guter Fußballer. Weißt du, was ich meine? Da bin ich ganz ehrlich. Top 5. Mein Bruder, ich mein's halt gerade ernst. Ich finde halt diese Levels extrem, Bruder. Bei mir schreibe ich schon alle direkt TikTok, weil die wissen, dass sowas direkt bei TikTok. Ja, Bruder, ich hab deswegen eben gerade auch gelächelt, Bruder. Sag dir ehrlich, weil ich hab diese Clips schon vor mir gesehen. 100%. Aber ich finde, wie gesagt, ich finde diese Levels so krass, Bruder. Wie was, also. Man denkt so, ich habe ja schon krasse Spiele auch so gesehen bei mir in der Jugend, die so höher gespielt natürlich, haben. Natürlich, warte ganz kurz, sorry, Dani. Natürlich, okay. Halt im Spielfluss, Bewegungen, Smooth und sowas alles, hundertprozentig. Da sind die natürlich Welten von mir entfernt, ne? Habt ihr vollkommen recht. Aber ich sage so, was so zwei Kontakte, englische Bälle, sowas in der Challenge. Ich finde, da sieht man nicht so krassen Unterschied. Da, wenn du halt natürlich in ein richtiges Spiel gehst, ja, natürlich sind die 10-mal besser als ich, ist ja normal. Also, ich mache jetzt Ding, ne? Ich mach Kreisliga-Vlog, weißt du, wa? Echt? Haben sie sich gewünscht von dir, oder was?
Ey, ja, Bruder, ich hätte nicht, also ich habe so gefragt, ich dachte so, ja, juckt eh keinen, Bruder, die wollen mies, ne? Ja, super. Wir sind halt so, aber Bruder, wir sind so Pennerkreisliga-Mannschaft, kennst du so, der Trainer ist mein Geschäftspartner, Kollege und der wechselt sich selber ein und so. Ja, fühle ich das aber. So diese, kann diese gut kommen, ich schwöre, so. Kann gut kommen. Diese mit so enge Hosen, wer zu spät kommt und so. Ist halt dumm, ja. Kacke. Und deshalb habe ich die Freistöße jetzt, oder was? Freistöße kommen jetzt, wa? Ja, ja, jetzt, Bruder, jetzt erwarte ich maximale Qualität. Gehabt, aber gehört auch dazu. Hey, bei ihm ist nur Problem, erster Kontakt. Schuss, Technik Schuss, ist gut. Wenn der Ball einmal richtig lief, Bruder, sehr sauber. Wirklich. Angelo, er sagt, normalerweise muss er die Freistöße. Bruder, der Platz sieht auch super aus, echt. Bruder, ich hatte heute ein Freistöße im Spiel, Freundschaftsspiel heute mit Delay. Und ich Idiot, ich weiß nicht warum, ich wollte unter die Mauer schießen. Ich hab's auch gemacht. Und der ging sogar unter die Mauer, aber der irgendwie, der Torwart hat's einfach spekuliert. Geisteskrank. Wie viel habt ihr gespielt? 2-0 gewonnen. Hast du Tor gemacht? Naja, Assist nur, ja. Schön, ja, schönen Ball. Ja, ich hab aber ist okay. Ein Tor gemacht, Bruder, und so, aber egal. Ja, weiter. Und zwei Assists weitergehen. Ich darf auch nicht mehr schießen. Wer schießt denn jetzt? Ja, wir haben gar keinen. Also ich werde mich wieder anstellen, ich werde wieder hingehen. Okay. Aber ob ich dann darf? Ja. Boah, das, Bruder, das ist halt einfach... Bruder, das ist so pervers einfach, ne? Wie perfekt die so fliegen, Bruder. Aber auch das diese... Ding ist, für mich ist halt krasser, Bruder, als für dich, weil du hast so Dinger ja auch schon gemacht, so, weißt du? Aber ich schieß anders, ne? Du weißt, er macht ja, so diese Dreher. Ja, anders. Ich, ja. Nein, also nicht mal positiv gemeint, einfach nur andere Schusstechnik. Er schickt ja. diese mehr Dreher. Diese Knuckleball-mäßig. Ja, ich versuche halt genau so über Knuckleball zu gehen. Aber Bruder, das ist halt dieser Dreher, 10 von 10 halt, ne? Ja, Mann. Ja, du einfach. Einmal ernst machen. Boah, Alter. Hart. Zweiter genauso? Aber zweiter selbe Ding. Super. Ich sage immer, da trennt sich die Streu vom Weizen. Boah, sogar der ist brutal, Alter, wa? Ja, Bruder, warte mal. Torwart-Ecke, auch super geschossen. Pff, ja, Mann. Wenn er dahin kommt, ja, wenn er nicht dahin geht, ist stark. 5, 4, 3. Bruder, was redest du gerade? Geisteskrank, wie gut Dennis ist. Bruder, was redest du, Bro? Ah, da, alaikum salam. Bruder, er macht die hier nacheinander, als wär's nix, Bruder. Bruder, ich hab nichts mehr hinzuzufügen. Ich schwöre auf alles. Ja, 10 von 10 und ich würde sagen, Stuttgart hat einen neuen Freischuss-Spezialisten. Alter Bruder, Schwede. Das ist ja Wahnsinn, Bruder, ja. Chat, was sagt ihr? Was ist denn das, Bruder? Alter. Tschüss. Was? Ich will dir nochmal den letzten nochmal gucken. Gut, ne? Also, Bruder, geisteskrank. Bam. Bruder, aber guck mal, bei seinem Fuß immer, guck mal, sein einer Fuß, der überkreuzt so immer, guck mal. Ja, ist halt so überstandbein halt mäßig. Macht der gut, ne? Guck mal, aber richtig krass so übers Standbein, voll, guck mal, das ist geistkrank. Ach, Stuttgart hat ihn noch nicht geholt? Nein, er ist wieder zurück zu Brighton. Was redest du? Oh mein Gott, ich wusste es gar nicht. Ich wusste auch nicht, ich dachte auch, er wäre noch bei Stuttgart. Alter. Oh mein Gott, das ist hart. Brighton will 30? Oh mein Gott. Das ist tot. Das ist crazy. Die haben sich noch nicht geeinigt, heißt es. Oh mein Gott. Die müssen sich mies einigen, sonst dumm, ja. Brighton einfach Rückkaufoption gezogen, überleg mal. Die wollen zu viel, 30 für ihn. Alter. Bruder, ja, Alter, natürlich, aber Bruder, ich sag dir ehrlich, er ist so viel wert, weil er hat maximale Saison gespielt, Bruder. Ja, Bruder. Ist halt Worst Case für Stuttgart, ne? Bruder, hat sich mit einer Ding hat er sich reingehauen ins Bild von jedem, Bruder. Der hat sich mit der Saison in M-Kader gehauen, Bruder. Alter Schwede, hart. Das ist geistkrank, Bruder. Weiter im Programm. Oh, ja. Jeder denkt, es ist vorbei jetzt, ne? Und genau jetzt musst du da sein. Zeig es uns. Genau jetzt musst du da sein. Jetzt bin ich mal auf die Durchgang gespannt. Yes. Ja, der reicht aber auch, krass, Bruder. Über die Mauer reicht auch. Richtig, der geht aber auch richtig in die Ecke rein, ja? Ja, darauf achte ich jetzt nicht. Boah! Latte rettet! Boah, Bruder, was war das für ein Schuss? Ja, gute Technik. Sehr stark, ey. Gute Alter. Ich weiß. Auch sehr stark, ja. Ey, gut. Bruder, der macht die super, ja? Ja. Spinell! Bruder, krass! Der wäre fast Profi. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Daniel, mach Stopp. Ich schwöre auf alles, was ich habe. Bei Daniels Fußball-Challenge, die Freistöße, ich schwöre auf meine Mutter, da ist nichts gecuttet bei den Freistößen. Das ich habe auf meine Mutter geschworen. Ich das habe. Ist alles first try, ja, weil mein ganzer Chat schreibt gerade niemals One Take. Bei uns war. Also bei ich uns schwöre war, auf alles was ich habe, bei Gott,
bei Daniels Fußball-Challenge Freistöße nicht einmal, also das war nicht gecuttet. Das war, wo alles Ding, ich schwöre, das war wirklich One-Take. Das war alles Ding, das war, Bruder. Das war geistig. Die sagen halt, das Feature liegt auf einmal woanders, der Ball liegt auf einmal drauf. Ja, und so. Tamam, Bruder, analysiert gleich noch die Wolken, Bruder, wo die stehen, ja. Wow! Einen hat er noch. Aber zählt einen der? Hat er noch. Warum denn nicht? Aber warum? Der geht ja nicht über Mauer. Also, ja. Zählt der? Der war super, super, muss man sagen. Der ist schön durch die Köpfe. Ui. Perfekt. Durch die Köpfe zählt? Das ist er, okay. Ja, klar. Lira, Sebastian? Ja, ich hab das Gefühl, du bist in Dennis deinem Kopf drin, ehrlich. Moin, moin. War doch Sebastian, oder? Oh. Ja, Bruder, aber... Ah, Bruder, da ist... Ja, Dennis da, Dennis einer. Das war einfach Pech. Das war einfach Pech. So, Freunde, 2-1 lang. Ja, normal. Kommt entweder flach oder hoch. Und wenn er nicht gut kommt, wird er wiederholt. Wird er wiederholt. Genau, jeder vier, oh, jeder viermal sauber zum Abschluss kommt. Ja, kein Problem. Soll ich anfangen? Ich, also, ich spiel Diego. Du schießt. Ich flanke, du schießt. Oder willst du erst flanken? Auf geht's, Bruder. Geil. Super Ball, super Ball. Geil. Super Annahme. Super Annahme. Da ist so Profi. Boah, Alter, wie hart ist der Ball aber, ja? Gut, gute Flanke, gut genommen, alles komm, gut. Komm. Ja. Aber nimmt er gut. Boah, scheiße. Aber ich sag ehrlich, Bruder, Kopfballspiel bin ich auch schlecht. Ja, Bruder, Kopfbälle finde ich Wahnsinn, wie manche Stürmer die nehmen, Bruder, mit diesem Kopf so platziert. Tino, danke schön für zwei. Geistkrank. Diar Drogba. Bruder, bis zu diesem Punkt, wo der Ball deinen Kopf getroffen hat, war sexy, Bruder. War richtig sexy. Und danach war Quatsch. Danach leider hast du, ich glaube, du hast mit Augen zugeköpft. Ich glaube. Ich bin Kreisliga, Bruder. Da hat er recht. Hat er recht, ja. Aber köpfen Profis mit Augen auf? Bruder, ich habe eine Geschichte von Jessica Gangkamp gegen Bayern München. Ja? Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Nee, kenn ich nicht. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht mal sicher, ob es sein allererstes Bundesliga-Tor war. Der hat einfach bei diesem Kopfball, hat er erzählt, er rennt in die Flanke rein. Und dann einer vor ihm geht so, macht seinen Kopf hoch und bekommt den Ball nicht. Und er meint dann so, ich habe meine Augen zugemacht. Und wenn man dabei geht gegen seinen Kopf, geht ins Tor gegen Neuer auch noch. Er sagt, ich mache meine Augen auf, ich gucke auf einmal, alle jubeln. Ich schwöre, hat er so genau so erzählt. Geisteskrank. Ja, Mann. Aber sonst, ich weiß nicht, natürlich, ich glaube, die machen Augen auf. Ich glaube, ja. Ich glaube manchmal, schon, wenn man wieder Wiederholungen sieht und so, bei manchen Dingern haben die auch zu, ja? Na, ich glaube, die machen schon auf. Ja! Oh, flach? Oh, flach. Boah, Alter. Aber der ja, Mann, der hat sehr gehoppelt. Ja, Mann. Den zu nehmen war auch gut. Aber ich sage auch ehrlich, der war schwer zu nehmen. Ja, der war echt schwer zu nehmen, Bruder. Der war schwer zu nehmen. Danke für euren Mitleidsbonus. Boah, wow. Gut, aber gut. Stark, Bruder. Boah, aber er nimmt die gut, ja? Ja, Mann. Nachschuss! Ja! Noha! Das ist ein normaler Ball, der ruhig. Nein, ich finde. Ja, aber Bruder, ich bewerte das doch aus einer anderen Sicht, so, weißt du? Wow. Wow, super gehalten. Krass. Ja, Mann. Guter aber Ball. Ey, Bruder, so sehen Flanken aus, ne? Ich wollte nur sagen. Auch super Flanke, ne? Ich bin gespannt. Ja, auch nice. Dennis chillt halt ein bisschen. Saudi Arlan. Boah, super Flanken. Boah. Ey, Bruder, wieder in die Köpfe, ja? Super Flanken aber. Und der köpft die auch gut, ja? Alter, alaikum salam, Bruder. Bruder, was hält er denn so? Hoch ist einfacher. Boah, ja, Ball. Flanken. Flanken sind eigentlich. Ach, mies wieder. Ich sag ehrlich, oder? Flanken echt sehr gut, ja, muss ich sagen. Ey, der war top. Wirklich. Bruder, der war super. Der Ball war super. Girassi hat den gemacht. Girassi ist auch 15 cm größer. Girassi auch weg von Stuttgart, ne? Dortmund. Alter, der ist jetzt bei Dortmund, stimmt. Ja. Digga, deswegen, die haben Montenegro sogar. Ja, und deswegen der Call, die müssen sich eigentlich mit Brighton einigen, sonst Quatsch. Oh, also, stimmt. Ich sag euch ehrlich, Chat, Anton auch, stimmt. Ich sag ehrlich, so Demirovic und Under, glaube ich, eine geile Kombi, ja. Kann ich mir gut vorstellen, muss ich sagen. Oder
Wenn die Undorf nicht holen, die Stuttgarter... Ach stimmt, Bruder Woltemade. Unser Bruder Woltemade. Nick, wo ist er? Wo spielt er denn jetzt? Na, Stuttgart. Achso, er ist Stuttgart. Ich hab's voll vergessen, ja, Mann. Ich sag, der wird da auch so, warte ab. Achso, schön. Voll vergessen, Bruder. Ist, die können wir nicht erwähnen, oh mein Gott. Das Ding ist, Brighton hat aber voll, gar, voll gute Ausgangslage zu diskutieren und so. Ito auch, wenn, weißt du, war? Ist das geisteskrank. Tschüss. Ja, aber das Dank Geschenk. Jungs. Ja, aber du bleibst flach. Ja, okay, mach wie du willst. Hier, jetzt Geschenk. Boah, wow, ja, Bruder. Bruder, aber perfekt. Ja, aber du bleibst flach. Ja, okay, mach super, Kopfball, ja. Hier, jetzt Geschenk. Boah. Ja, perfekt. Oder perfekt. Steht 3-1 für mich, aber ich gebe ihn doppelt oder nix. Das heißt, letzte Challenge, wenn ich gewinne, 3-3 Elfmeter schießen. Wenn du gewinnst, gewinnst du 5-1. Ja. Alles klar. Okay, das machen wir. Powershot, um Hütchen laufen, Abschlüsse, ja. Bruder, die Kopfbälle waren wirklich super, ja. Boah. Yes! Ja, der Torwart, halt den! Oder ich sag dir ehrlich, von da ist schwer, ja. Echt? Ist nicht leicht, finde ich. Seite. Besser, ich schwör's dir. Mach mal so ein. Wow! Oh, der ist warm gelaufen. Ah, der war ekelhaft. Ich will, der macht alle. 4 von 4. Jetzt nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Oh. Boah. Keine Kraft mehr, Bruder, das ist normal. Er hat keine Kraft mehr. Ja. Bobas, danke schön für 4, Bruder. Aber das ist auch diese Krankheit der Ausländer, die wollen immer das schönste Tor machen. Yes, no look, Alter. 3 von 4, super. 3 von 4, super. Super, super. 3 von 4. Scheiße, Alter, 3 ich von 4. Ich sag's, mach den es nicht. Gut, Bruder. Schaffst du. Doch, ich sag die, Bruder, ich sag, der ballert die jetzt hier so rein, ja. Jetzt bin ich gespannt, Dennis. Jetzt kannst du größer werden, Dennis. Ohne Druck. Nein, nein. Ach, aber schon. Du merkst, Digga, seine Schusstechnik. Ist auch dieses... Bock Todes zu gucken. Bruder, ist auch dieses so, am Ende, dass der Ball runterfällt. Aber er ist Bock Todes so zu gucken, ja. Nein. Boah. Locker. Weg, sagt er, weg. Nein. Er muss beide machen. Komm, Leron. Oh, Bruder. Oh. Dennis Undorf, Bruder, ja. Sexy. Boah. Geil. So Dinger liebe ich, ja. Leron, den musst du jetzt. So clean. Alter, Bruder, das ist, ja, was willst du da machen als Torwart? Das ist halt so. Ballon d'Or, Undorf-Style dann. Ja! Boah. Gut gehalten, ja. Der war sehr, Bruder, dafür, dass er so aufgedotzt ist und so. Yeah. Geil, Alter. 3-3. 3-3, Leute. Letzte Challenge, Elfmeter, wie viele? Aber spannend jetzt, let's go. 3? Jeder 3 Schüsse mit im Abwechsel. Aber es geht um Arschbolzen auch, oder? Ja, ach ja. Das ist doch für dich. Ja, man will schon Dennis seinen Arsch. Wenn wir schon jetzt so weit gekommen sind, Bruder, dann kann es jetzt auch für dir sein eigentlich. Ja. Hallo. Ja. Da. Let's go. Oh. Guck mal, wie er extra stoppt, der hässlich. Das kann passieren, mein Chipper, Bruder. Das kann passieren. Okay, 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 ja, ich kann mich nicht so aus. Oh. Er sagt, oh mein Gott, Gott stopp. Der leichtfertig, ja. Nochmal kurz stopp. Nur links. Ja. Du sagst gerade, ich kenne mich nicht so aus. Ist das geisteskrank. Ich schwöre, das kann passieren, Bruder, bei Lüpfer. Ja, bist du, man will doch dieses Nein niemals hören, Bruder. Die Leute sind doch hier, um es zu hören, Bro. Na. Ja, ist okay, also, Dia ist jetzt nicht ein Nein niemals. Bin ich ein Nein niemals? Nö, eigentlich auch nicht. Ich bin nur ein Nein. Nur in manchen Anlaufen so, aber sonst nicht. Ja. Boah. Ist Elders ein Nein niemals? Auch nicht, Bruder. Leider. Im echten Spiel ja. Echtes Spiel ja, aber denken Sie, was soll ich, kann er. Ja! Scheiße, Bruder. Arschgeballer. Boah. Super. Super. Vielleicht war man seriös geblieben. Ja, mach den Chipper rein. Ich sag bei ihm einen Zwischenschritt. Boah, Alter. Geil, geil. Clean rein, Bruder, fertig. Boah. Alter, schau, knapp. Ja, Bruder, wenn die platziert sind, ist schwierig. Es ist so, ja. Spring. Ja. So, Dennis. Unter Druck entstehen Diamanten, ne?
Passt. Er dachte jetzt 100%, er macht wieder irgendeinen Scheiß, oder? Aber man, daran sieht man, dass Dennis das ernst nimmt, ne? Wenn er anfängt, in die Ecken zu ballern. Oh, yeah. Oh, das Ding ist over. Bitte. Das Ding ist over. Bruder. Er muss einen reinmachen von zwei. Ich hätte geheult, Alter. Er macht mies. Winkel. Ja, GG's. GG's gehen raus an Dennis Windaff. Ich habe ihm drei Geschenke gegeben. Trotzdem gewonnen. Und trotzdem gewonnen. Ja, sag stark. Ehrlich. Stark. Ich schwöre, man sieht schon, dass so... Ja, normal, Bruder. Das ist schon... Ja, aber man kann es ja trotzdem sagen. Bruder, der kommt hier mit... Der ist hier mit Ding-Trikot, der ist hier mit Represent-T-Shirt auf dem Feld. Wirklich, also, mit, Bruder. Mit Badehose, Bruder. Man sieht sogar, so. Er hat nicht mal jetzt so... Ich sag euch ganz ehrlich, Chat. Er hatte so mit Spaß und so ein bisschen. Ich sag euch ganz ehrlich, Chat. Sorry, Dani, dass ich jetzt so sage, aber ich glaube, Bilo, schlag den Bilo auf und mal gegen Profis. 1-1. Genauso wie dir. Aber. Kein Profi, gegen den du spielen würdest? Aber auf, also wirklich auf 1-1. Boah, keine Ahnung. Ich würde erstmal welche nehmen, die ich kenne halt. Ich kann ein Ding. Du musst mal gegen Musiala machen, Bro. Na Mann, Digga, nerv mal nicht. Ist der behindert. Ich hasse diese Angst davor, kennst du das? Dieser Schuss ist egal eigentlich. Aber du ein Bein hochziehst oder so. Noch. Wiederholung, ne? Okay. Oder die Leute verstehen nicht. Okay. Wenn dieser Ball gegen die Waden kommt, ist 1000-mal schlimmer als. Als Arsch, 100%, Bruder. Oder wenn der Ball auf die Waden kommt, es tut so weh. Bruder, wir spielen jede Woche schneller 16er, da kriegt auch manchmal Slumpen-Arschballern. Bruder, gegen Wade ist grausam. Ja, Bruder. Ja, safe. Auch mit Hose extra weiter runterziehen, damit nicht Oberschenkel und so gefickt wird. Bro, was sagst du? Denkst du, ich sag euch ehrlich, Chat. Ich weiß gar nicht, wer bei so einer Challenge, also Musiala ist ja Weltspieler, ne? Ja, aber klar. Musiala ist ja mehr so, ich weiß nicht so. Mann, die Leute würden jetzt wieder nicht verstehen. Oder der würde da rasieren. Ja, natürlich würde er rasieren. Aber wenn wir jetzt zwei Bundesliga-Profis nehmen, sagen wir mal jetzt Dennis Undav. Ja. Und zum Beispiel jetzt Musiala. Ja, dann sag ich sogar. Bei Challenge. Ich sag sogar Crazy Coy, ich sag sogar Undav, weil Undav ist ja Stürmer eher und der ist ja darauf, oder der muss ja die Dinger machen, so weißt du? Ich denke mir auch, wenn die wirklich so, wenn wir so wirklich, wenn die beiden ernst machen würden, ich weiß gar nicht mal, das würde schon, glaube ich, sehr, sehr knapp sein. Es ist immer anders. Ich sag, ja. Bruder, ich sag halt, weil Musiala ist halt so krasser Techniker, weißt du? Bruder, Musiala ist, Bruder, ja, aber er ist halt offen, er ist so im Spiel halt, der, wenn es um Dribbling geht, wenn es um diese Bewegungen geht und sowas, natürlich, er ist besser, weißt du? Ja, deswegen. Aber ich glaube so, wenn wir jetzt wirklich nur von so Fußball-Challenge, was so reinschießen angeht. Ich kann mir vorstellen, dass Dennis das holen würde auf Ernst. Ey, du weißt, was schneller 16er ist, oder? Wie bitte? Weißt du, was schneller 16er ist? Ja, wenn du den Ball hältst, ganz schnell wieder zurückspielen, direkt. Ja, den, genau. Ja. Weil Leute im Chat gefragt haben, ich glaube, jeder nennt es anders. Um ihn zu treffen. Ja. Boah, Typ, oh, Bruder. Der Ball hat richtig raus. Tamam, Alter, Bruder, der will ihm die Beine brechen, ja. Bruder, wie schnell schießt du? Ich hab Hell. Ich dachte, ich kann kurz mich durch. Aber mach lieber so schnell, ist besser für mich. Oh, das war auch ein bisschen Wade, ne? Wenn er einen richtig trifft, damit auf der Wade ist, ja, dann ist vorbei, Bruder. Streitschuss, ich schwöre. War nur gestriffen. Boah, wenn der getroffen hätte, die Wade wäre weg. Bruder, er ballert richtig durch, ne? Oh. Was redest du? Ist ja so dreckig. Ihr versteht es nicht, Chat. Ihr versteht nicht, wenn er treffen würde, wie es wehtun würde. Ihr versteht es nicht. Aber mit Vorlegen und so auf dreckig? Ja, Bruder. Ja, aber die kennen dich ja gut. Ja, normal, Bruder, aber Digga, witzig. Nein! Schade, ja. Nein! Die Angst. Nein, den ersten. Ich hab den letzten geschummelt. Bruder, Dennis hat ein zu großes Herz, Bruder. Der kann das nicht. Wolltest du extra nicht treffen? Ja, ja. Den letzten gebe ich dir. Soll ich jetzt nochmal? Ja, ja. Warum? Ich hab gesagt, ich schieße extra daneben. Echt? Okay. Ich bin sogar ein bisschen näher gegangen, um daneben zu schießen. Ja, naja, okay. Eieiei. Okay, aber wenn du mit so einem Wumms schießt, tut doch Arsch weh. Aber Bruder, ich sage dir, vielleicht dir hat so ein Gefühl gehabt, okay, ich muss in 2 Stunden kacken. Einfach diese Kacke, Alter, ist wieder noch höher in den Bauch gegangen. Bruder, der kann nicht mehr laufen danach. Bruder, ja? Einfach so eine Kacke ist in seinen Bauch hochgerutscht, weißt du, wa? Ey, Bruder, guck mal, aber ganz kurz, Bruder, guck mal ganz kurz, wie er direkt zusammenfällt, ja? Ja, genau, dann nimmst du. Alter. Ja, okay. Einfach diese Kacke 4 Stunden, jetzt Doppelstunden. Aber, Alter. Oh, richtig in ein Loch rein. Bruder, das war perfekt. Aber, oh. Bruder, das war auch in die Mitte, weißt du, wa? Genau, die linke. Geisteskrank, Bruder.
Bruder, guck mal, wo der Ball hingeflogen ist. Aber ich hab einen stabilen Arsch, Bruder, sei ehrlich, oder? Stabil. Der ist gut gepolt. Aber geile Challenge, muss ich sagen, ja? Hat Spaß gemacht, ich schwöre. Ich finde Qualität Kamera plus halt auch Qualität fußballerisch Wahnsinn, Bro. Es hat dick Spaß gemacht zu gucken. Ja, Mann, ich sag euch ehrlich, ich glaube, Fußball-Challenges werden nie ausgehen. Und genau aus diesem Nein, Grund niemals. Habe ich Schlag den Bilo erfunden. Wie Schlag den Rap? Hey, Schlag den Bilo. Ich habe eben gesagt, Fußball-Challenges zu gucken macht Todeslust immer. Ja, sag dem aus dem Chat, die sollen bei mir ein Abo da lassen. Ich schwör's dir. Chat, lass ein Abo da bei mir. Oh mein Gott, Penetrativ. Okay, Bruder, Kuss. Dani. Gibt's dann GG's. Schöne Grüße an deinen Chat. Ich küsse eure Herzen, Bruder. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Und ja, Mann. Wir lassen uns niemals unterkriegen, wa? Egal, wer was schön gesagt, schön gesagt, schön gesagt, schön gesagt, schön gesagt. Ja, okay, Bruder, dann hören wir uns. Hab deinen schönen Stream noch. Du auch, Bro. Und wir hören uns, ja? Hade, Bro. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Hade, ciao.